Ein Spiel, auch auf das wir uns alle freuen. Und ich finde ein Spiel, warum wir ja diesen Sport einfach auch so lieben. Ja? Weil es wird ein sehr, sehr emotionales Duell. Ja, wir freuen uns alle auf das Duell. Wir wohl wissend, dass es eine extrem schwierige Aufgabe einfach ist. Ja, wenn man ehrlich ist, ist Schalke 04 ja kein gefühlter Aufsteiger, sondern das ist ja irgendwie ein Urgestein der Bundesliga, ein Verein, der ja auch auf jeden Fall auf dieses Level gehört. Also von daher auch eine große Wucht, die dieser Club hat. Und ja, nach den Ereignissen dann auch in ihrem ersten Spiel in Köln, wo das ja wirklich auch, ja, muss man sagen, dann ein bisschen unglücklich gelaufen ist mit der ganzen Diskussion um viele Entscheidungen, wird es, glaube ich, emotional dann nochmal ein bisschen aufgeladener sein. Also ich hoffe schon auch, dass wir in der Lage sind, dann irgendwie auch kühlen Kopf zu bewahren und cool zu bleiben. Ich glaube, das wird wichtig, dass der Schiedsrichter das auch tun wird. Ich glaube schon, dass der DFB ja für dieses Spiel irgendwie so seinen besten Mann schicken muss. Und ich glaube schon, das wird so das am schwierigsten zu leitende Spiel ganz bestimmt am Wochenende sein. Deswegen hoffe ich dann einfach auch, dass der DFB da wirklich einen absoluten Top-Mann schickt für dieses Spiel. Also generell ein Spiel, auf das wir uns extrem freuen.